Liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, wir, Laura und Thomas, freuen uns sehr, dass Sie beim heutigen Konzert des Landesjugendchores Voices, begrüßen dürfen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor wir beginnen, noch ein paar organisatorische Hinweise. Aufgrund der aktuellen Covid-Regelungen wird es in der Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Konzerts leider keine Bewirtung im Foyer geben und die Pause wird nur 10 Minuten dauern. In der Pause und nach dem Konzert bitten wir Sie, den Saal langsam zu verlassen, damit es nicht zu einem Gedränge kommt. Allzu leicht möchten wir es Omikron nämlich nicht machen. Außerdem bitten wir Sie, das ganze Konzert über die FFP2-Maske ordnungsgemäß zu tragen. Falls Sie sich fragen, warum Sie eine Maske tragen müssen und wir auf der Bühne nicht, wir sind alle geimpft und oder genesen und zusätzlich dreifach PCR getestet. Der Grund für meine anfängliche Nervosität ist eine spontane Personensuche. Und zwar die 80-jährige Gunda und die 88-jährige Sigrun werden gebeten, sich in der Pause bei uns zu melden. Der Vater der beiden Damen, der hat den Text zum Lied Müsliganger Schlorfer geschrieben. Die beiden haben sich online bei Oskar gemeldet und um eine Aufnahme des Liedes gebeten. Leider weiß Oskar aber nicht, wie die beiden Damen aussehen. Die Aufnahme ist jedenfalls bei uns und kann gerne in der Pause abgeholt werden. Das war jetzt wirklich alles spontan. So. Jetzt können wir aber starten. Wir freuen uns sehr, dass das heutige Konzert überhaupt stattfinden kann, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Für uns ist es ein ganz besonderes Konzert. Mit dem heutigen und morgigen Konzert verabschiedet sich nämlich unser Chorleiter Oskar, der Voices im Jahr 2003 gegründet und seither durchgehend geleitet hat, nach 18 unvergesslichen Jahren in die Chorpension. Und unser neuer Chorleiter Paul übernimmt das Zepter von ihm. Vor allem im zweiten Konzertteil wollen wir Oskar und die Zeit mit ihm noch einmal hochleben lassen. Wie Sie wissen, ist das heutige Konzert ein 2G-Konzert. Es wird nämlich nicht nur gesungen, sondern auch gespielt. Und zwar spielt heute die Jazzband Random Control mit und für uns. Random Control besteht aus David Hellbock am Klavier, sowie Andreas Broger und Johannes Bär an diversen Blas- und Rhythmusinstrumenten. Wir möchten Sie bei uns herzlich willkommen heißen. In der ersten Hälfte des heutigen Konzerts hören Sie insgesamt 6 Stücke von Voices. Und zwar O Bone Jesu von Marc Antonio Inieri, Zefiro Torna von Claudio Monteverdi, Let My Love Be Heard von Jake Runstedt, Even When He Is Silent von Kim Andre Arnesen, O Lux Beata Trinitas von Andre Markor und zum Schluss als Höhepunkt des ersten Konzertteils die Uraufführung des Stücks The Search for Truth von David Seuser, dirigiert vom Komponisten höchstpersönlich. David ist ein langjähriges Voices-Mitglied und hat das Stück extra für den heutigen Abend komponiert. Er studierte in Nürnberg und Berlin Jazz, Vibraphon und Gesang. Zwischen den einzelnen Stücken wird Random Control jeweils eine Überleitung spielen. Das heißt, die erste Hälfte des Konzerts geht ohne Unterbrechung in einem durch. Wir bitten Sie daher, nach den einzelnen Stücken nicht zu applaudieren. So, nun aber genug geredet. Wir sehen uns nach der Pause wieder und wünschen Ihnen jetzt viel Vergnügen mit Voices und Random Control. Thank you.
Thank you.
Thank you.
witness for my Lord, who will be a witness for my Lord. Herzlich willkommen im zweiten Teil des Konzerts. In diesem Teil soll unser baldiger Neopensionist Oskar nochmals ganz im Mittelpunkt stehen. Soeben hörten Sie das Stück Witness. Dieses Stück zählt zweifellos zu den All-Time-Klassikern von Voices. Einige andere Klassiker unseres Chores haben Sie heute bereits gehört oder werden Sie noch hören. Wir haben die betreffenden Stücke schon bei mehreren Konzerten aufgeführt. Vor allem aber schon hunderte Male beim gemütlichen Zemhocker nach den Konzerten sowie an den Abenden bei unserem alljährlichen Probenwochenende in St. Arbogast gesungen. Das gemütliche Zemhocker bzw. die Gemeinschaft im Chor war für Oskar immer mindestens genauso wichtig wie das gemeinsame Singen. Und so zeichnete sich Voices eigentlich von Anfang an durch ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl aus, obwohl... Eigentlich ist es schon ein wenig paradox. Wir treffen uns nur etwa 4-mal pro Jahr und es gibt wohl nur sehr wenige Chormitglieder, die die Namen aller anderen rund 100 Chormitglieder kennen. Ich bin ja schon froh, wenn mir alle Gesichter bekannt vorkommen. Und trotzdem zeigt sich insbesondere auf Reisen immer wieder, dass wir eine richtig eingeschworene Truppe sind. Damit sich auch diejenigen, die sich weder Namen noch Gesichter merken können, sich im Chor zurechtfinden und Voices-Mitglied von Nicht-Voices-Mitglied unterscheiden können, haben wir vor ein paar Jahren extra leicht erkennbare, einheitliche Voices-T-Shirts angeschafft. Das gemütliche Zemhocker hat wesentlich dazu beigetragen, dass im Chor über die Jahre hinweg viele Freundschaften und einige Beziehungen entstanden sind. Sogar ein paar Chorbabys haben wir in den letzten 18 Jahren zustande gebracht. Das nächste Stück, das wir Ihnen präsentieren dürfen, haben wir auch schon öfters beim gemütlichen Zemhocker gesungen. Es heißt Viva la Vida, also lebe das Leben.
Bei Voices machen wir genau das, indem wir gemeinsam singen und mit lieben Menschen eine tolle Zeit verbringen. Nach Viva la Vida folgt ein Stück von Random Control. You.
Als letztes Stück hörten Sie Butterfly von Mia Makarow. In diesem Stück geht es um die Liebe zwischen zwei frisch geschlüpften Schmetterlingen. Zurück zu Oskar. Neben dem Singen hat Oskar noch eine weitere Leidenschaft, nämlich das Reisen. Davon hat auch Voices stark profitiert. Die ersten Reisen führten uns nach Südtirol, Lignano und Graz. Viele unvergessliche, von Oskar organisierte Reisen sollten folgen. Jahrelang lautete Oskars Devise: Ein Chor, der fast nirgends probt, der kann nicht zu einem Wettbewerb fahren. Zu unserem 10-jährigen Jubiläum wagten wir es im Jahr 2014 dann doch, erstmals an einem Wettbewerb teilzunehmen, und zwar im spanischen Malaga. Weil wir dort nicht unerfolgreich waren und es für uns alle ein großartiges Erlebnis war, haben wir seitdem auch noch in Krakau, Florenz und Dubrovnik an Chorwettbewerben teilgenommen. Dass Oskar nicht nur seine Rolle als Chorleiter, sondern auch jene als Reiseleiter stets sehr ernst nahm, zeigt sich unter anderem darin, dass er oft in aller Herrgottsfrühe, während wir Jungen alle noch tief und fest schliefen, durch die Innenstädte marschierte, um geeignete öffentliche Plätze für das morgendliche Einsingen sowie Lokale für das abendliche Zemhocker zu suchen. Dies ist umso bemerkenswerter, als er meist wenige Stunden zuvor noch mit uns wild am Tanzen und Singen war und als einer der Letzten zu Bett ging. Oskar ist eben ein wahres Energiebündel. Auf Reisen war Oskar immer auch missionarisch unterwegs, und zwar als Missionar für die Chormusik. Unsere spontanen Kurzauftritte in Kirchen und an öffentlichen Plätzen lockten meist in kurzer Zeit zahlreiche begeisterte Schaulustige an. In Malaga allerdings auch eine Polizeistreife, die unseren nächtlichen Gesang auf dem Hauptplatz als Ruhestörung empfand und ihn zu unterbinden versuchte. Kurzerhand nahmen wir die Polizeistreife in unsere Mitte und stimmten ein irisches Segenslied an. So gelang es Oskar letztlich, selbst die spanische Polizei zur Chormusik zu bekehren.
Als nächstes Stück präsentieren wir Ihnen Loch Lomond, ein schottisches Volkslied, in dem unser David Höfel den Solopart übernimmt. Wenn Sie genau zuhören, werden Sie ab etwa der Mitte des Stücks Oskars Schritte hören, wie er frühmorgens durch eine Stadt Ihrer Wahl marschiert, um einen einzigen Ort für Voices zu suchen. Daran anschließend singen wir das Stück Hymn of Action von Vienna Tang, bevor uns Random Control mit einem weiteren Stück beehren. The sun.
Thank you.
Wer Oskar kennt, weiß, dass er ein echter Tausendsasser ist. Lehrer an der Musikmittelschule Bergmannstraße, Vorsitzender des Musikbeirats beim Chorverband Vorarlberg, Referent bei Singseminaren und Chorleiterkursen, Juror bei Wettbewerben im In- und Ausland sowie Leiter von 4 Chören. In Kürze leider nur noch von 3 Chören. Um nur einige seiner vielen Tätigkeiten zu nennen. Damit sich das alles ausgeht, spart er bei anderen Tätigkeiten Zeit ein, insbesondere beim E-Mail-Schreiben. Berühmt-berüchtigt ist seine E-Mail-Standardantwort Okay, Oskar. Die schon so manches Chormitglied, vor allem nach der Abmeldung von einer Probe, etwas ratlos und verunsichert zurückgelassen hat, ob denn nun wirklich alles okay ist. Aber nicht, dass Sie jetzt denken, Oskar kann nur solche unpersönlichen E-Mails schreiben. Nein, wir Voices wissen, dass er auch ganz anders, gefühlvoll schreiben kann. Oskar ist zwar im Herzen ein chöriger Vorarlberger. Und Vorarlbergern, ich gendere jetzt ganz bewusst nicht, wird ja oft nachgesagt, dass sie über Gefühle und Liebe nicht so gut sprechen können und dass das Romantischste, was einem chöriger Vorarlberger über die Lippen kommt, ein Ehandigern ist. Oskar ist diesbezüglich aber anders. Nach so manchem berührenden Konzert und so mancher unvergesslichen Reise fanden wir im Posteingang eine E-Mail von ihm, in der Oskar uns ganz unverblümt gestand: Ich liebe euch. Mehr an Diogo, an Oskar. Liebes Publikum, nun ist es soweit. Wir kommen zum letzten Stück, das Oskar als Chorleiter von Voices dirigieren wird. Es ist das Stück »So soll es bleiben«. In diesem Stück heißt es, so soll es sein, so kann es bleiben, so habe ich es mir gewünscht. Es erklärt sich wohl von selbst, warum Oskar sich zum Abschied genau dieses Stück ausgesucht hat. Nach diesem Stück erfolgt die offizielle Übergabe der Chorleitung an unseren neuen Chorleiter Paul, der mit uns das Stück Engel, einen weiteren Voices-Klassiker, aufführen wird. Abschließend möchten wir uns bedanken. Bei Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Kommen, beim Land Vorarlberg sowie bei allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung und bei Random Control für das wunderbare gemeinsame Musizieren. Wenn Sie von Random Control ebenso begeistert sind wie wir, können Sie anschließend im Foyer eine CD der Band erwerben. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut nach Hause. Goodbye.
danke schön. Und man kann nicht einfach da Hut nehmen und gehen und nichts sagen. Und obwohl ich ein richtiger Vorarlberger bin, bin ich trotzdem emotional sehr angerührt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir ein bisschen aufgeschrieben haben, was ich sagen möchte, weil sonst kämen sie komplett durcheinander. Ich habe in letzter Zeit öfters den Satz geprägt, etwas aufzuhören ist wesentlich schwieriger als etwas zu beginnen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man etwas anfängt, aber ich empfinde es tatsächlich so. Und was 2003 als Experiment begonnen hat, hat sich im Laufe der Jahre zu einem Jugendchor entwickelt, der in der Vorarlberger Chorszene nicht mehr wegzudenken ist. Wir haben Chorsängerinnen und Chorsänger für einen Chor gesucht damals, den es ja noch nicht wirklich gegeben hatte. Ein Dank an dieser Stelle an all jene, die sich damals auf dieses Experiment eingelassen haben. Sie haben diese wunderbare Entwicklung angestoßen. Gemeinsam haben wir im Laufe der Jahre viele schöne Auftritte absolviert und wir durften, wie wir schon gehört haben, sogar international tolle Erfolge feiern. Malaga wurde erwähnt und ich kann mich noch ganz gut an die Bemerkung der Jury erinnern. Die haben nämlich öffentlich gesagt, this is not a choir, this is a motion. Das hat uns damals sehr berührt, diese Jurybeurteilung. Chor kann man nicht alleine. Chormusik mit so vielen jungen Menschen teilen zu können, ist etwas vom Schönsten. Euch allen danke dafür. Danke auch dem Voices-Team für all die wertvolle Unterstützung. Danke auch vor allem unserer Geschäftsführerin Barbara Katan. Ohne ihre Hilfe hätte ich die Organisation dieses etwas komplizierten Chorgefüges nicht geschafft. Und einen Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Der Chor hat im Laufe der Jahre einen speziellen Voices Spirit entwickelt. Wir haben schon ein bisschen darüber gehört heute. Wenn die Älteren unter euch ihre Aufgabe wahrnehmen und diesen Geist an die Jüngeren weitergeben und die Jüngeren auf die Älteren hören, kann eigentlich nichts schiefgehen. Ich wünsche dem Chor alles Gute für seine Zukunft. Ein derart gelungenes Projekt, wie es der Landesjugendchor ist, möchte man selbstverständlich in guten Händen wissen. Und ich bin besonders stolz darauf, dass es mir gelungen ist, mit Paul Burtscher als musikalischem Leiter und Johannes Gratt als Organisator ein Team zu finden, denen man Voices mit gutem Gewissen überlassen kann. Ich danke euch zwei dafür und bitte euch auf die Bühne. Und ich wünsche euch so viel Freude mit dem Chor, wie ich all die Jahre haben dürfe. Oskar kann man nicht ersetzen, darum gibt es ein großes Team, das versucht, seine Arbeit fortzuführen. Es ist für mich und vor allem für uns eine große Ehre, diese Aufgabe zu erfüllen. Sehr groß, einmal bei mir, ist der Respekt davor,
Aber unglaublich groß oder riesengroß ist die Freude, mit euch die nächsten Jahre zusammen zu singen. Oskar, vielen Dank für das Vertrauen. Ja, singen wir. Oh, God, I see.
Zuerst einmal, liebe Voisler, gratuliere ich euch allen zu diesem fantastischen Konzert. Es war, wie immer, ein Genuss, euch zuzuhören und zu sehen, mit wie viel Begeisterung ihr immer wieder singt. Herzliche Gratulation. Allerdings habe ich noch nie bei einem Jugendchorkonzert so viele Pensionisten gesehen. Und noch nie waren diese Pensionisten so jung. Also meilenweit von dem entfernt, was wir üblicherweise als Pensionistenalter bezeichnen. Das liegt daran, dass es sich um Voices-Pensionisten handelt. Also junge Frauen und Männer, die bei Voices gesungen und aus Altersgründen nicht noch einmal 30 Jahren in Pension gehen mussten. Heute sind sie hier, um dem Chor und vor allem dir, lieber Oskar, ihre Verbundenheit zu zeigen. Zu beweisen, dass eine Sängerin oder ein Sänger von Voices nicht einfach so aufhört und alles vergisst, was einmal war. Voisler bleibst du ein Leben lang. Voices forever. Leider nicht aktiv, sondern eben in Pension. Und ich glaube auch zu wissen, woran es liegt. Seit der ersten Planung, seit den ersten Gedanken an einen Landesjugendchor brennt das Feuer in dir. Du bist einer dieser seltenen Menschen, die ein überaus hohes Maß an Musikalität, an chorischem Wissen, an sängerischen Fähigkeiten mitbringen und dazu noch so gut strukturiert und organisiert sind, dass alle in Staunen geraten. Von der ersten Probenphase an hast du Voices als Berufsjugendlicher begleitet. Das ist sein Ausdruck, Berufsjugendlicher. Du hast den Chor begleitet und geleitet. Du hast ihn geführt und geschult, gefordert und gefördert und damit zu dem gemacht, was wir heute erleben. Einige Male durfte ich dabei sein und miterleben, wie alles so scheinbar einfach abläuft. Das liegt an deinem Gespür für junge Menschen, gepaart mit deinem unbedingten Ziel, musikalisch das Bestmögliche zu bieten. Das Bestmögliche war und ist erstaunlich. So habt ihr viel erreicht, viel erlebt, viel gesehen, viel gewonnen. Und jetzt muss ich einfach mal sagen, alles, was ihr an Wettbewerben gemacht habt, habt ihr abgeräumt und gewonnen. Also es ist schon ein Applaus wert, oder eigentlich? Und ihr habt mit eurer Musik vielen Menschen große Freude bereitet. Lieber Oskar, jetzt müsst ihr schon mal aufkommen, bitte. Ich danke dir für deine hervorragende Arbeit mit diesem hervorragenden Chor, für deinen unermüdlichen Einsatz zugunsten der jungen Choristen, für dein chorisches Know-how und dafür, dass du Voices so viel Zeit gewidmet hast. Jetzt bist du auch Voices-Pensionist. Aber im Gegensatz zu den anderen viel jüngeren Pensionisten hast du mehr Zeit zur freien Verfügung. Diese Zeit wirst du sicher auch in Reisen investieren. Und der Chorverband Vorarlberg leistet dafür einen finanziellen Beitrag. Vielen Dank für alles. Die letzte Rede, versprochen. So, liebes Publikum, ich darf mich jetzt im Namen des Chores natürlich auch noch kurz zu Wort melden. Der Oskar mag solche Dankesreden eigentlich gar nicht unbedingt, aber da muss er jetzt halt durch. Der Oskar hat den Chor, wie Sie heute schon öfter gehört haben, eben vor 18 Jahren gegründet und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nichts aufgebaut. Mit wahnsinnig viel Engagement und Herzblut, Leidenschaft, die man sich, glaube ich, von außen nur ganz schwer vorstellen kann. Ich spreche jetzt kurz als Stellvertretung für den ganzen Chor, nicht nur
die alle Leute, die jetzt auf der Bühne sind, sondern fast für 300 Jugendliche, die durch Voices im Laufe der Jahre durchgegangen sind. Und wir können dem, was Oskar dafür da hat, jetzt auch mit Worten kaum gerecht werden. Mit einem gewissen Meisterfreude können wir mit einem tollen Konzert machen. Und ich glaube, das ist uns immerhin gelungen. Der Oskar steht für das System Vorarlberger Landesjugendchor. Möglichst vielen Menschen das Singen zu ermöglichen und trotzdem auf einem tollen Niveau. Und die Freude daran zu wecken, zu entwickeln, aber trotzdem jedem und jeder Einzelnen den Raum geben, sich zu entfalten. Und so ist Voices eine einzigartige Mischung aus wahnsinnig vielfältigen Leuten, die sich genau dadurch verbinden, durch das gemeinsame Singen und durch die gemeinsame Musik. Dabei hat der Oskar immer eine tolle Vorbildfunktion eingenommen. Viel Probe, lang fortgehen, aber am Morgen wieder als erster topfit und pünktlich dastehen. Es läuft heute Abend leider ein bisschen anders ab, wie wir uns das vorgestellt haben. Es gibt leider kein Fest, aber wie der Oskar selber kürzlich bemerkt hat, Zitat, wir haben eigentlich die letzten Jahre schon viel vorgefestet. Oskar, wir haben ein paar kleine Geschenke, die vor allem symbolischer Natur sind. Das erste ist, nach 18 Jahren wissen wir langsam über gewisse Vorlieben vom Oskar Bescheid. Und zum Beispiel ist er wirklich der mit Abstand treueste Fan unserer Voices-T-Shirts, die er laut eigenen Angaben vom Rasenmäher bis zum Pyjama wirklich für alles brauchen kann. Drum kriegt er für uns erstens einen Lebensvorrat Voices-T-Shirt. Für jedes Jahr bei Voices gibt es ein T-Shirt. Also. Es geht noch nicht mehr. Es geht noch weiter, es kommen noch mehr Geschenke, da müssen wir nicht so lange klatschen. Das zweite ist eine kleine Mini-Chronik mit Fotos aus 18 Jahren Voices. Damit kann er die Geschichte von Voices nochmal durchleben. Der Chor wird allgrößer, die Haare werden ein klein grauer. Und gerade und besonders dieses stetige Wachsen von Voices ist eines der größten Komplimente an Oskar. Also gestartet sind wir mit ca. 20 Leuten und ich erinnere mich sogar selber noch an Zeiten, wo wir es gerade noch geschafft haben, drei- oder vierstimmig zum Singen. Aber auch nur, wenn der Oskar den Tenor übernommen hat. Ein Landesjugendchor lebt von einer Mischung aus Beständigkeit und Veränderung. Mittlerweile melden sich nach jedem Konzert mindestens 10 neue Leute an und noch heute war das für einige das erste Konzert. Andererseits gibt es auch eine ganz besondere Treue. Allein das sagt schon, dass der Oskar sehr viel richtig machen muss. Es gibt dahinter im Chor Leute, die waren je nachdem die letzten 3, die letzten 5, 10 oder sogar 15 Jahre quasi bei jeder Probe, bei jedem Konzert. Und obwohl zum Beispiel mittlerweile der halbe Chor nur in Vorarlberg wohnt, blieben so viele Teil von Voices. Weil es sowas halt in Restösterreich sonst nicht gibt. Und ein zweiter Oskar schon gar nicht. Voices lebt von der Gemeinschaft und von der Beziehungsebene untereinander und zum Oskar, der mit bestem Beispiel vorangeht. Er ist der Chor wichtig und zwar jedes einzelne Mitglied. Oskar kennt alle, er weiß, was sie im Lehrer so machen und hat ein wahnsinniges Gespür für Menschen und für Situationen. Oskar ist im allerbesten Sinne einer von uns. Somit kommen wir zum dritten Geschenk und dem letzten. Was Voices ausmacht, sind natürlich all die besonderen Leute, die dabei sind und die dabei waren. Unser Geschenk ist ein Zitronenbaum zum Mithumnir. Aber neben der einen oder anderen Zitrone hängen an dem Voices-Baum vor allem Erinnerungen, Nachrichten, Botschaften, gemeinsame Erlebnisse, Dankesworte und von über 130 Voicelern aus 18 Jahren persönlich an Oskar adressiert, wahnsinnig toll und liebevoll geschrieben. Was man außen. Was man Außenstehenden noch kaum näher bringen kann, ist die tiefe Verbundenheit und Leidenschaft,
die Oscar für den Chor schafft. Das betrifft sowohl das Gemeinschaftliche als auch das Musikalische. Oscar hat in all den 18 Jahren immer das richtige Händchen gehabt, was der Chor braucht, was er fordert, ohne zu überfordern und was uns gemeinsam weiterbringt und gleichzeitig mit dem allergrößten Spaß. Und so wie wir alle mehrere hundert junge Leute so viel vom Oscar gelernt, profitiert haben, so viele gemeinsame tolle Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt haben, an so sehr schätzen und mögen oder lieben, so hoffen wir, dass er genau das auch umgekehrt sagen kann. Drum ist das, was wir dir jetzt geben können, nicht nur eine Bedankung, sondern vielmehr und vor allem ein Versprechen. Ein Versprechen für uns allen, für Voices, für deinem Landesjugendchor, dass wir das Ganze ganz in deinem Sinne weitertragen. Und umso passender ist das nach 18 Jahren Landesjugendchor. Voices ist jetzt endlich volljährig, der Chor ist erwachsen worden, dementsprechend kann der Oscar abgier und weitergier. Und jetzt würde ich dich bitten, Oscar, für eine allerletzte Zugabe mit deinen Voices. Voices forever. Through the day.